So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Sims 3, die Redaktion. Und ich habe mir auch während der Pause was überlegt. Wir haben ja ein bisschen Geld jetzt und wir haben ja auch das Auto geschenkt bekommen. Wir werden jetzt ganz einfach mal die Hütte hier so richtig umbauen, dass wir A, ein bisschen weniger Platz verschwenden. Ihr könnt ja hier sehen, das ist ja ein Rieseneck hier, wo eigentlich nur das kleine Gäste-WC ist. Und ein Teil von der Küche, also so viel Platz brauchen wir in der Küche überhaupt nicht. Zum anderen hatte ich ja schon mal angedacht, das Schlafzimmer hier weiter nach hinten zu setzen. Das würde aber auch bedeuten, dass wir das große Badezimmer weiter nach hinten setzen, was hier auch absolut Sinn macht, um den Platz hier hinten mehr auszunutzen. Weil hier hinten kommt sowieso keine Gartenterrasse mehr hin. Wenn, dann machen wir die hier vorne irgendwo in dem Bereich. Und das werden wir auch mal in Angriff nehmen. Das bedeutet allerdings, ich werde erstmal die Reste von dem Dach wegreißen, weil das ist ja eh noch nicht vollständig. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir nehmen also jetzt hier die Teile mal komplett weg, weil das ist ja vollkommen sinnlos. Dann werden wir euch mal hier oben die Bodenplatte erstmal wegnehmen. Die können wir nachher immer noch neu hinzufügen. Das Vordach hier mal weg. Ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen. Also richtig gefallen tut mir das eh nicht. So, den Kram halt hier vorne weg. Den Mülleimer sollten wir tunlichst nicht verkaufen. Da gab es irgendwann mal einen Bug. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Ja, so, da haben wir erstmal Platz hier oben. Das Dach müssen wir dann sowieso nachher neu bauen. Jetzt gehen wir mal weiter nach unten. Jetzt müssen wir mal anfangen zu überlegen. Jetzt reißen wir mal als erstes die Wand hier weg. Dann würde ich sagen, reißen wir auch die Wand hier von der Seite weg. Na komm, machen wir erstmal die hier weg. So, dann die Wand. Die Wand muss auch noch verschwinden. Okay. Dann den Flur wieder kürzen. Jetzt müssen wir die Steine hier alle einzeln wegmachen. Und da legen wir nachher einfach was anderes drüber. So, jetzt müssen wir einfach mal schauen. Einzelne Klamotten mal hier weg. Dann muss ich die beiden da gleich mal aus dem Bett rausschmeißen. Ach, jetzt liegt Gonzo da oben drauf, herrlich. Die Wand da kann aber noch weg. So. Die Wand kann stehen bleiben. Jetzt gehen wir mal eben in den Live-Modus und schmeißen die beiden Schlafmützen da aus dem Bett raus. Und go. So, da einmal aufstehen bitte. Und dann da einmal aufstehen bitte. Da können die jetzt meckern und maulen, wie sie wollen. So, jetzt gibt man ein bisschen Gas da. Ganz so schicken wir mal eben hier rüber. Na komm, Mieze. Naja, da kann er sich beschweren, wie er will. Für die Umbaumaßnahmen müssen wir jetzt halt mal eben hier die Leute wegschicken. Alles klar, das sieht doch gut aus. So, dann gehen wir mal wieder in den Bearbeitungsmodus rein. Zack, jetzt können wir das Bett verschieben, wunderbar. Die Kommode kann da weg. Ja, Küche würde ich sagen, lassen wir erstmal so stehen, obwohl die nachher auch noch wegkommt, oder? Jetzt haben wir hier natürlich. Na komm. So. Sind wir noch zu weit oben? Ne, alles klar. Dann ziehen wir die Wand mal hier durch. Und von hier aus mal. Jetzt fehlt dann natürlich noch eins. Okay. So. Machen wir die kleinen Zimmer jetzt auch da hinten in die Richtung. Ich würde sagen, ja. Also. Erstmal hier der Kram weg. Ach so, da müssen wir auch auf das Tool gehen hier. So, dann haben wir das weg. Das weg. Und die Wand auch noch weg. Dann würde ich sagen, wir packen das Badezimmer hier hin.
Machen wir erstmal einen Boden rein. Entschuldigung, irgendwas Einfaches würde ich sagen. Mal generell mal hier. Dann hier würde ich sagen, auch erstmal den Boden rein. Nicht der schönste, aber preiswert. Dann die Dusche weg. Machen wir mal den Eingang. Naja, okay. Lassen wir das mal so. Ich habe mal wieder das Klo verkauft, aber da können wir direkt mal ein vernünftiges einbauen. So, Waschbecken. Komm, das machen wir da wieder auf die Seite. Jetzt drehen wir mal das Ganze. Das kleine Superfenster da rein, den Spiegel, den lassen wir auch nochmal so, wie er ist. So, jetzt packen wir uns mal eben ein neues Klo. Das Ding ist ja wirklich eine Katastrophe gewesen. Nein, nicht in den Live-Modus. Ach ja, komm. So. Badezimmer, Toiletten. Das war das doofe Ding, was wir hatten. Wir nehmen jetzt mal die hier. Packen wir die dahin oder dahin? Komm, die packen wir mal dahin. Können wir ein bisschen Platz sparen bauen. Ziehen wir auch direkt mal die Wand da rein. Ich würde sagen, das müsste ja normalerweise reichen hier für ein Klo. So. Tapete klatschen wir gleich dahin. Hier könnten wir ja zur Not sogar noch eine Badewanne einbauen. Und jetzt lass mich mal überlegen, wie wir das mit den Schlafzimmern machen. Sollen wir die Küche? Ne, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir machen jetzt hier das erste Schlafzimmer dran. So, dann was haben wir denn hier? 1, 2, 3, das zweite. Machen wir hier das nächste. Dann haben wir 1, 2, 3. Das große. Und dann müssen wir ja noch eins bauen, damit endlich mal alle im Bett haben. Jetzt fangen wir mal hier an. Ne, die stellen wir wieder so weit rüber. Genau. So. Da pennt der Alex noch drin, aber das ist jetzt erstmal egal. Lasst mich mal eben überlegen, wo wir das große Schlafzimmer denn hinbauen. Normalerweise würde ich ja sagen, hier hinten in die Ecke rein. Aber dann habe ich wieder Probleme, dass mir wieder ein Schlafzimmer fehlt. Ich schmeiße erstmal den Alex da oben raus. Machen wir es jetzt doch als erstes. So. So, den lassen wir jetzt auch mal da nicht mehr weiter pennen, dann soll er mal hier rüber latschen. Okay. Ja, da kann er sich beschweren, wie er will. Der muss da einfach mal weg. So. Zack. Wieder in den Bearbeitungsmodus. Bett schnappen, rüberstellen. Ende der Diskussion. Und ich würde sagen, die Zimmer machen wir dann auch wieder in der gleichen Bodenfarbe wie vorher. Okay. Dann können wir da hinten noch direkt die Tapete an der Wand klatschen. Die Wand durch. Kann man eigentlich hier auch Dreck machen, oder? Nee, das lass mal noch mal so. Okay. Das machen wir mal hier. Den Flur rein. Sehr schön. Ja, okay.
Können wir doch eben hier. Ich warte mal. Oh, das reicht aber. Entschuldigung. So. Ich wollte doch gar nicht bleiben, oder? Auch Kinders. Ich bin dann eben irgendwie neben der Spur. So, das große Bett. Stellen wir das denn hin? So an die Wand. Aber da kriegen wir die Kommode nicht mehr rein, oder? Wir probieren das einfach mal. Okay. Dann müssen wir mal schauen. Das Katzenklo. Erstmal dahin. Kühlschrank dahin. Das noch? Ja, das passt. Ist natürlich jetzt ein Gebrauch, aber das ist mal nicht so wichtig. Das Ding mal hier rüber. So. Die Kommode, ja doch, die passt noch dahin. Es müsste sich ausgehen, dass der noch da durchkommt, um pennen zu gehen. Jetzt nehmen wir mal die super tolle Lampe und packen die mal hier in den Flur rein. So. Zweite auch, die packen wir mal bis hier hinten hin. Die hängt glaube ich sowieso noch ungefähr da. Yep. Ja, okay. Dann ist das hier die wundervolle Stehlampe. Ach, die Konsolchen haben wir ja auch noch. Dann passt das aber mit der Kommode da hinten nicht mehr. Was sind das? Ach so, jetzt habe ich die Lampe einzeln. So war das nicht geplant. Gut, dann packen wir die Kommode doch hier hin. Steht die Lampe natürlich nicht mittig. Gronkh würde sagen, das ist alles nicht symmetrisch. Das machen wir nochmal neu. So, jetzt aber. Katzenklo kommt wieder ins Klo hier hinten. Boah, wir könnten ja eigentlich hier vorne noch eine Tür hin machen. Ne? Dann stellen wir den Kühlschrank da hin. Oder machen wir es ganz anders. Wartet mal. Was ist denn? Naja gut, wir haben ja hier, müssen ja die Türen rein, also müssen wir hier einen Flur lassen. Es war jetzt nur eine Idee, ob wir da halt noch einen Durchgang zum WC machen, damit die nicht mehr so weit laufen müssen. Aber das ist ja Quatsch, wir haben ja hier vorne noch einen. Wir machen das so, wir stellen den Klo. Wir lassen hier die Küche so wie sie ist. Dann machen wir da mal eben Türen rein, damit wir so einen Überblick haben. Nehmen wir erstmal wieder die einfache. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. So, dann müssen wir meinen Minimal da wegschicken. Weil wenn ich mir das gerade so recht überlege, können wir die Küche vielleicht doch nach rechts bauen. Dann machen wir daneben so einen kleinen Fitnessraum. Ich bin da noch ein bisschen unentschlossen. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wie wir das machen. Wir machen hier vorne, machen wir noch eine Tür rein, ziehen die Wand hier durch. Dann können wir hier in dem Bereich das Wohnzimmer machen. Dann können wir hier so ein klein bisschen abteilen für die Küche. Oder hier so. Ja genau, das machen wir. Wir bauen hier die Küche hin. Und dann können wir hier ein Büro hinbauen, als allererst. So, wir können da jetzt mal eben den Rest von der Küche rübersetzen. Wir im Prinzip sogar noch einen Schrank dazu kaufen, damit wir endlich mal ein bisschen mehr Platz in der Küche haben. Machen wir auch mal eben. So, haben wir auf beiden Seiten zwei von den Blöcken. Das Trainingsgerät mal weg. Ich wollte das Ganze doch überbauen. So, Moment. Wie machen wir das denn jetzt?
1, 2. Der ist in Betrieb. Okay. Und das können wir wegnehmen. Packen wir den Kühlschrank hier rüber. So, den Futternapf. Von unserem lieben Gonzo, den packen wir mal dahin. Jetzt müssen wir natürlich noch warten, bis das Essen fertig ist. Können wir die Lampe aber mal mehr so mehr hier in der Mitte von der Küche aufhängen. So, prinzipiell müssen wir nachher immer schauen, dass wir die Lampen alle rübersetzen. Okay. Das kleine Gäste-WC bleibt eh da, wo es ist. Jetzt müssen wir, wie gesagt, mal eben warten, bis der da mit dem Essen kochen fertig ist. Dann setzen wir den Herd noch rüber. Die gehen schon wieder alle pennen, kann das sein? Der Alex ist da hinten schon wieder verschwunden, der pennt. Sandra scheint duschen zu gehen. Gonzo weiß gerade, glaube ich, gar nicht, wo er hin soll. Und ich scheine besser geworden zu sein im Kochen. Genau. Oh, ich habe die Grundlagen begriffen. Alles klar. Oh, der Sandra scheint es gut zu gehen. Die singt mal eben eine Runde unterm Tetter der Dusche. So, der Herd ist wieder frei. Schnell mal packen das Ding. Da mal ein Fenster hin, so lange. Jetzt ziehen wir aber mal fix die Wand da rein. Gucken mal, ob das vom Platz her reicht, so wie ich mir das vorstelle. Ah ja, locker. Locker, locker. Da auch schnell eine Tür rein. Direkt gegenüber vom Herd. Macht das Sinn? Nee, da haben wir hier hinten mit. Machen wir mal dahin. Okay, so. Wände ziehen. Hier machen wir dann zwei Räume draus. Ich würde sagen, genau so. Können wir die Tür vielleicht sogar noch ein bisschen rüber setzen da? Oder braucht man da? Ne, die kann man nicht genau in der Mitte setzen. Dann lassen wir sie jetzt mal da, wo sie ist. Das Fitnessding mal da rüber, den Mülleimer wieder in der Küche. Gonzo ist jetzt eingeschlossen. So, noch die Zwischenwand ziehen. Zack. Oh. Müssen wir doch zu Plan B übergreifen und das Auto verkaufen. Ich meine, seid mal ehrlich, wozu braucht man hier in Sims 3 ein Auto, wenn man eh nirgendwo anders erstmal hinfahren kann? Und das Geld können wir gut gebrauchen. So, jetzt aber. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay. Fitnessraum muss ja nicht ganz so groß sein. Ja, wir brauchen ja noch ein Bett. Ach du Scheiße. Wir brauchen ja immer noch ein Bett. Das habe ich jetzt total vergessen. Okay. Und dann wird das Büro doch ein bisschen kleiner als geplant. Aber ist ja für den Anfang auch nicht so verkehrt. Das heißt, den Fitnessraum machen wir da rein. Dann kaufen wir fix noch ein Bett. Das kommt dann hier rein. Dann machen wir das auch so, dass das der Fitnessraum vom Flur erreichbar ist. Mal schnell noch zwei Türen reinsetzen. Okay. Das habe ich mir jetzt gedacht. So. Türen auswählen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Okay, Boden. Mal gesagt, mach mal ein Schlafzimmer und den hier. Was ist jetzt los? Jetzt hängt's. Aha, okay. Im Fitnessraum machen wir mal eine andere Farbe.
eigentlich ein paar Fliesen reinmachen im Fitnessraum, oder? Das ist ja ein Riesenunterschied. Doch lieber Teppich. Guck mal, was in dem Farbton? Nee, grün. Wie sieht das aus? Sieht alles so doof aus. Nimm mal den wieder. Ich weiß, es ist nicht die Creme de la Creme. Oh, was sollen wir tun? Okay. Jetzt können wir mal eben den Esstisch anders stellen. Nee. Ich war wieder zu schnell mit dem Drücken. So. Obwohl, so verkehrt steht der Esstisch ja gar nicht da, oder? Packen wir mal das Bücherregal hier rüber. Das war die Spielkiste vom Ganzen. Die mal darüber. So, genau. Stellen wir den Esstisch mal dahin. Den Kratzbaum von Gonzo. Können wir da auf die Ecke stellen. Was war das hier noch? Ach so, das war diese Pflanze. Okay. Die klotzen mal da so ein bisschen rüber. Die Orchidee. Was? Achso, der guckt da gerade drauf, oder was? Aber das Regal können wir dann da hinstellen. So, dann können wir auch die Spielkiste da noch rüber packen. Machen wir hier vorne den Boden noch gleich. Okay, so, jetzt müssen wir mal ein bisschen die Tapete noch angleichen. So, einmal. Die andere sehen wir natürlich jetzt nicht. So, müssen wir eben auch rufen. Na komm. Oh, ist es denn wahr? Das ist ja wohl was für ein Arsch. So. Ich würde jetzt jeder Innenarchitekt durchdrehen und sagen, boah, überall dieselbe Tapete, was für ein Graus. Ja, ihr habt recht. So, draußen anstreichen, das machen wir aber mal anders. Wie sieht das denn aus? Nee, irgendwas Einfaches, Schlichtes für draußen, erstmal so, genau. Habe ich unsere Eingangstüre verkauft? Okay. Müssen wir da was Neues haben? Ach, die ist so teuer. Aber sieht schick aus, ne? Machen wir erstmal die hier. So. Da haben wir auch eine neue Tür vorne drin. Was jetzt noch fehlt, ist unser Dach. Das machen wir aber so, dass wir erstmal eine Etage drüber bauen. Was ist denn Walldach? Flachdach, genau, Flachdach. Flachdach hört sich sehr gut an. Weil wenn, dann wollen wir es ja jetzt ordentlich haben. Kriege ich auch jetzt irgendwo angezeigt, was es kostet, oder kostet es nichts? Okay, kostet nichts. Ist ja auch nicht verkehrt. Dann erstmal wieder runter. Das ist sehr schön. Das sieht doch bis jetzt ganz gut aus. So, jetzt lass mal überlegen. Wir haben den Essbereich, wir haben unseren kleinen Wohnzimmerbereich. Wir haben den Bereich für den letzten Sim, der noch kein Bett hatte. Wir haben unser Fitnesscenter und wir haben unser Büro. Und wir haben sogar noch Kohle, um das einzurichten.
denke ich mal, könnten wir dann eventuell auch in der nächsten Folge machen. Jetzt will ich erstmal gucken, wie die Leute das überhaupt so annehmen. Weil ich baue ja schon fast 25 Minuten hier nur um. Oh, wer muss denn da arbeiten gehen? Oder war das gar nicht für uns? Jetzt warte mal. Mal schnell durchgucken. Was haben wir denn überhaupt heute? Mittwoch. Mittwoch. Alex muss auf jeden Fall nicht arbeiten. Und Sandra startet in einer Stunde. Ich glaube, das war für Sandra gerade die Hupe. Jo. Zur Arbeit fahren. Da kann ich mal aufhören zu duschen da oben. Sonst macht es sich in unserem neuen Büro schön gemütlich. Ja, Patrick scheint jetzt hier pennen zu gehen. Ja, wie gesagt, die Lampen müssen wir ja noch rüberpacken, damit jeder eine Lampe in seinem Zimmer hat. Währenddessen geht Sandra arbeiten. Wunderbar. Hier draußen sieht jetzt mittlerweile richtig kahl aus. Ja, pack mal die Lampen eben noch um. Was will Patrick denn? Gemeint Patrick sein. Sandra will gemeint Patrick sein. So, so. So, jetzt mal fix gucken. Eine Lampe haben wir hier. Da eine. Dann machen wir die mal in der richtigen Reihe. So. So, da noch eine hin. Was haben wir jetzt hier? In der Küche ist eine. Die packen wir aber mal dahin. Hier ist diese kleine Superlampe. Da weiß ich immer noch nicht, wo ich die hinpacken soll. Die Stehlampe. So, neben dem Fernseher. Ne, dann packen wir die lieber hier hinter hin, oder? Ja, schön ist auch anders. Aber gut, sei es drum. Wir packen die erstmal dahin. Jetzt kopieren wir einfach nochmal eben unsere. Oder meine Lieblingslampe. Eine ins Büro. Eine in den Fitnessraum. Eine zu Patrick. Okay, Badezimmer haben wir noch vergessen. Im Flur sind zwei Lampen. Dann machen wir da noch eine hin. Im Wohnzimmer. Eine über den Esstisch. Und dann könnten wir eigentlich auch noch mal ein paar Fenster einbauen. Nee. Fenster habe ich gesagt, nicht die Wand. Streunerfenster, genau. So, da eins hin, da eins hin, da eins hin. Sollen wir hier auch eins einbauen? Sieht schick aus, ne? Kann zwar jeder reingucken, Sandra beim Duschen zu gucken, aber ist nicht unser Problem. Okay, da haben wir ein Fenster, da haben wir ein Fenster. Dann machen wir hier mittig noch eins rein. Und da würde ich sagen, machen wir noch eins rein. Dann haben wir erstmal Fenster satt. Sollen wir da hinten im Flur noch eins einbauen? Na komm, machen wir da auch noch eins rein. Und ab in den Live-Modus. Ja, okay. Gonzo pennt nach wie vor hinten auf unserer Kommode, da hat sich also nicht viel drin geändert. Gäste-WC ist startklar, die Küche ist startklar. Da fehlt noch der Brandmelder, den bauen wir aber in der nächsten Folge ein. Fitnessraum haben wir, haben unser erstes kleines Büro. Das große Badezimmer, die vier kleinen Schlafzimmer, das große Schlafzimmer für das Ehepaar. Sieht doch schon mal gut aus. Flachdach haben wir mittlerweile auch oben drauf, es kann also nicht mehr reinregnen. Ich würde sagen, das haben wir einigermaßen gut hingekriegt. Wir machen an dieser Stelle eine Pause und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, auch wenn es heute nicht so spannend war. Tschüss!